sehr weh. Es tut schon sehr weh. Wir haben uns einiges vorgenommen, keiner hat uns was zugetraut. Und daraus haben wir versucht, so ein bisschen unsere Stärke zu ziehen. Und haben es, glaube ich, auch geschafft, über 90 Minuten dem deutschen Meister Paroli zu bieten. Wir haben zwei ordentliche Chancen, die er auch gut hält. Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, noch mehr Chancen zu spielen. Wussten aber auch, wenn wir es offener gestalten, hat Leverkusen die Qualität, vielleicht in der 50. Minute schon das 2-0 zu machen durch ihre Konterstärke. Von daher überwiegt aktuelle Enttäuschung, aber ich glaube, der Stolz kommt in 3, 4, 5 Tagen, hoffe ich zumindest. Heute nur Enttäuschung. Ich denke, Stolz kommt die Tage. Wenn man dem Ganzen so nah war, 0-1 gegen deutschen Meister verliert, ist es in dem Moment sehr traurig. Ich glaube, wer mich beobachtet hat beim Warmmachen, wer mir ins Gesicht geguckt hat beim Einlaufen auf unsere Kurve bei der Choreo, wenn du weißt, wer hinter dieser Choreo steckt, welche Person hinter der Choreo steckt, wie viel Zeit und Arbeit und Geld investiert wurde, sowas da zu fertigen. Und das war einfach phänomenal, das war wahnsinnig schön anzusehen. Und ich glaube, was unsere Fans heute abgezogen haben im Stadion, war atemberaubend. Und das über 90 Minuten hinweg. Die Bilder aus der Stadt, die uns erreicht haben, ich glaube, ein Feiertag für die Pfalz haben wir angekündigt. Und ich glaube, dass jeder Einzelne diesen Feiertag gelebt hat.